Und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Hab ich mich gerade erschrocken, weil Goofy läuft nämlich gerade hier rum und der ist hier am Angeln. Ich bin jetzt hier ein bisschen rumgelaufen und hab hier gerade diese Kugel gefunden. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist ein Puzzlestück irgendwie. Okay. Also können wir ja auch Puzzlestücke machen. Ja, cool. Dann habe ich noch eine Sache rausgefunden, bevor ich das vergesse. Wenn wir nämlich U drücken. Nicht das alles hier sind die Dreamlight-Pflichten, sondern hier oben findet man Dreamlight-Pflichten. Das heißt, dass wir auf jeden Fall gucken müssen, dass wir drei Fische angeln. Dass wir zwei verschiedene Mineralien abbauen müssen. Was ich komisch finde, weil ich habe zwischenzeitlich schon Kohle abgebaut. Das sieht er anscheinend nicht als Mineral an. Stein, ja gut, Stein verstehe ich noch, dass es nicht direkt ein Mineral ist. Zwei Gerichte müssen wir zubereiten. Das heißt, wir müssen dann erstmal gucken, wo wir das machen. Ein Foto, das mache ich jetzt gleich nochmal eben schnell. Zwei Geschenke muss ich vorbeibringen. Da weiß ich jetzt natürlich nicht genau, wo wir Geschenke finden. Und ein Kleintier füttern. Und da bin ich eigentlich gerade auf der Suche gewesen nach einem Kleintier, aber irgendwie ist hier keins in der Nähe. Ich möchte aber, wenn ich jetzt schon mal die Aufnahme gestartet habe, gerne mal schauen, was hier eigentlich drin ist. Das ist so eine Art Bibliothek. Da ist eine Truhe. So, was haben wir denn hier? Eine Brille. Okay. Dann finden wir noch was. Ein Puzzlestück. Nee, es sah aus wie ein Puzzlestück, aber es ist doch keins. Die Zeit wird knapp. Was auch immer ich tue, ich muss beschützen. Merlin wird wissen, wie tun. Okay, das gehört zum Tagebuch. Aber sonst haben wir jetzt hier nichts. Oh, Moment, da liegt was. Was ist das? Hallo? Ist die jetzt verbuggt? Also E drücken kann ich nicht. Hallo? Ah, jetzt. Bei wichtigen Entscheidungen spreche ich immer erst mit Merlin. Schließlich ist er ein Zauberer. Er sagt mir oft, ich solle meinem eigenen Urteil vertrauen, was meiner Meinung nach ein sehr guter Rat ist. Ja, das ist eigentlich immer ein sehr guter Rat. Nur meiner Stimme darf man nicht vertrauen, weil die ist jetzt gerade wieder im Eimer. So, jetzt habe ich immer noch kein Tier gefunden. Schauen wir mal hier oben. Hallo, Tierchen. Bleib stehen. Nicht weglaufen. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein. Nein, bleib stehen. Ich muss dir was geben. Jetzt bleib doch... Oh, jetzt bleib doch mal stehen, du blödes Eichhörnchen. Mann. Bleib stehen. Bleib stehen. Komm. Ich kann das nicht anvisieren. Wieso kann ich das nicht anvisieren? Kann ich dich am... Die hauen jetzt alle ab. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist wichtig. Die muss ich nochmal eben nehmen. Weil wir wollen ja noch eine Truhe machen. Aber wieso kann ich jetzt die... das ist gut für unseren Energiehaushalt. Wieso kann ich jetzt die Eichhörnchen mich da nicht mehr annähern? Das finde ich jetzt irgendwie doof. So, was ist das hier? Das haben wir schon mal vom Eichhörnchen bekommen, glaube ich. Die können wir nicht ernten, ne? Hier die Blumen. Nee. Ja, das ist jetzt wirklich doof, dass die jetzt einfach so abhauen und sich nicht mehr... So. Musste mal eben einen kleinen Cut machen. Weil es... aber schneller wachsen tun die damit nicht, ne? Na gut. Es geht nämlich gerade nicht... es ging gerade nicht mehr anders mit meiner Stimme. Jetzt lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Nein! Och, nicht reingehen. Naja gut, jetzt können wir zumindest nochmal auffüllen. Was habe ich denn jetzt hier? Nachtscherbe. Das Gegenteil von einer Traumscherbe. Sei vorsichtig. Okay. Das haben wir auch alles nicht drin.
Ja, also wie ich das machen soll mit den Eichhörnchen, ich habe keine Ahnung. Ich soll eigentlich nur eins füttern, aber seitdem ich eins füttern soll, lässt sich hier keins mehr füttern. Keine Ahnung, warum. Okay, hallo. Ja, komm doch mal her. Was willst du denn von mir? Ich will dich doch nur füttern. Ich kann auch nichts auswählen. Ich würde gerne mal wissen, das gucken wir mal, ob wir das zusammen rausfinden können gerade. Ob der sich jetzt wieder schön macht sozusagen. Das nehmen wir noch mit. Also wieder hell wird. Achso, da brauchen wir eine Schaufel für. Irgendwann kriege ich das nochmal raus. Nee, ist keine Schaufel. Ansehen. Ach, Quatsch. Ich dachte mir schon immer, dass dies ein schöner Ort für meinen Garten wäre. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, weil meine Stimme ist irgendwie gerade total im Eimer. Seitdem ich angefangen habe, aufzunehmen. Okay, also das hier. Moment, aufheben. Achso, das ist das. Das hier werden wir wohl, ich denke mal, erst im Laufe der Quest aufbauen können. Ja, das können wir auch noch direkt mit aufheben hier. So, dann werden wir trotzdem hier mal eben das Zeug wegmachen. Vielleicht können wir es auch erst im Laufe der Quest machen. Ich weiß es nicht, dass das hier schöner wird. Muss ich dann aber irgendwie die Finsternis da drin besiegen oder so wahrscheinlich. So. Nee, also ich kann hier immer noch nichts machen. Schade. Nee, hier ist noch eins. Trotzdem schade, weil ich dachte, vielleicht kann man dadurch das jetzt hell machen. Aber offenbar nicht. Oder ich muss den kompletten Bereich letztendlich hell machen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Hier war die Werkbank. So, Möbel. Nee. Funktionale Gegenstände. Truhe. Nein, mir fehlen zwei Hölzer. Also ich brauche wirklich 25. Eins haben wir noch. 25. Ich brauche ein Holz. Ich denke mal, das gehört tatsächlich auch noch zu einer Quest hier. Ich meine, wir können das hier mal eben ein bisschen frei machen, aber ich denke mal, das bringt nicht allzu viel. Ne, jetzt haben wir hier alles frei gemacht. Da können wir nur das Ding aufheben. Da müssen wir irgendwas einsetzen, schätze ich mal, damit das dann gereinigt wird. Ah, wir brauchen noch ein Holz. Immer dann, wenn man was braucht. Ach, da geht's runter. Okay. Dann findet man es nicht. Was ist das denn? Okay, keine Ahnung, was es war, aber... Ha, Holz! Holz! Lag da auch noch Holz? Nein, aber hier. Wir nehmen das jetzt direkt schon mal alles mit. Weil das scheint man ja nicht ganz so schnell zu finden. So, Moment, da ist jetzt... Das machen wir mal eben frei hier. Das nehmen wir auch mit. Das haben wir eh schon mal. So. Wir bauen jetzt unsere erste Truhe. Ach, jetzt ist die auch sichtbar, sehe ich gerade. Okay. Ja, perfekt. So, dann können wir eigentlich irgendwie in unser Haus porten oder so? Ist das unser Haus? Schnelle Fortbewegung. T. Wunschbrunnen. Oh, was war das? Ah! Ach so! Dann kann man, wenn man irgendwas gemacht hat, über die Wunschbrunnen Schnellreisen freischalten. Ah! Das ist gut zu wissen. Ach so, wie stelle ich die denn jetzt hier rein? Das wäre jetzt vielleicht auch noch gut zu wissen.
Ach so, Moment. Nee. Warum habe ich die nicht im Inventar? Möbel. Möbel? Notwendiges? Nee. Doch, Truhe. Ach, hier haben wir die Sachen. Hätte ich das vorher gewusst. Okay. Kamera drehen. Aber damit drehe ich die Gegenstände nicht. Ach doch, da kann ich die mit drehen. Dann mache ich die mal davor hier. Jetzt sieht aber auch doof aus. Ich mache das jetzt dahin. Das sieht alles ein bisschen doof aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, notwendiges blauer Esstisch. Brauche ich einen blauen Esstisch und alles? Erstmal nicht, ne? So. Das ist auch nicht notwendig. Entfernen. Abbrechen. Moment, abbrechen ist Escape. Das hier kann ich entfernen mit der mittleren. Ah, okay. Dann machen wir nämlich da die Couch für rein. So. Das entferne ich. Und den Tisch setzen wir noch mit da rein, würde ich sagen. Ach, das ist ein großer Tisch. Moment. Das ist so ein... So. Aber sollte ein bisschen weiter wegstehen, glaube ich. So, ja, cool. Haben wir denn auch was für Dekor, Wand, Böden? Ach, das ist für hier drin gewesen. Ja, das ist ja cool. Jetzt wird es hier so langsam schick. Fenster. Ja, die kann ich ja schlecht entfernen. Mann. Moment. Moment, Moment. Türen, Fenster. Da kann ich noch nichts. Ja gut, das muss ich dann wahrscheinlich mit Dagobert machen. Ja, aber das sieht doch schon mal schick aus. Kann man sich hier hinsetzen? Nee, das jetzt nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Lager öffnen. Kann das sein, dass die sogar... Ja, die hat einen Streifen mehr als die andere. Sehr geil. Dann würde ich sagen, dass ich hier auf jeden Fall die ganzen Sachen reintue. Zum Kochen habe ich ja eh noch nichts. Das brauche ich noch. Die Kekse. Die Sachen kann man auch verkaufen. Das Problem ist nur, ich weiß halt auch nicht, wie man die verkauft, ne? Aufteilen. Oh, nee, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Wahrscheinlich kann man die... Ach, bei Dagobert bestimmt. Da sollte ich, glaube ich, als nächstes hingehen. Genau. Moment, jetzt nehmen wir hier erst noch mal kurz die Sachen raus. Erstmal die ganzen Blumen. Dann tun wir das da rein. Das, die Scherben tun wir erstmal da rein. Weil ich nicht so hundertprozentig weiß, ob ich die jetzt verkaufen soll oder nicht. Die, ja, tue ich jetzt erstmal hier rein. Ich meine, wenn wir ein bisschen Energie brauchen, haben wir ja immer noch die anderen Sachen. So. So, die können wir noch da rein tun. Und dann haben wir das auch schon wieder fast voll. Schade, dass man das nicht benennen kann oder so. Gut, aber sieht doch schon mal... Na gut, dieses Bild könnten wir theoretisch auch abmachen, ne? Wenn wir jetzt auf Möbel gehen, mach das mal hier weg. Nee, das Bild können wir doch, Einmal entfernen, bitte. Genau, das sieht irgendwie schlimm aus, finde ich. Neue Möbel freigeschaltet, okay. So, dann würde ich sagen, dass wir erstmal zu Dagobert gehen. Hier mal eben alles freimachen. Weil wenn wir bei ihm natürlich wirklich die Sachen verkaufen können, haben wir da, denke ich mal, eine schöne Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und vielleicht auch neue Sachen natürlich zu kaufen. Das machen wir hier auch mal ein bisschen. Soll ja ein bisschen zumindest schön aussehen bei ihm, ne? Ist ja nicht so, als ob die Kunden jetzt unbedingt hier ausbleiben müssen. So. Und das letzte auch noch. Sieht allerdings ein bisschen heruntergekommen aus hier, wenn das alles so zugemöbelt ist. Hallo, Dagobert. Schönen Tag noch. Huch, du hast mich ganz schön erschreckt. Oh, oh, oh. Weißt du nicht, dass man sich nie an eine Ente heranschleicht?
während sie über ihre Investition nachdenkt. Oh, ich bin Gameplayerin und du bist Dagobert Duck? Ja, das bin ich. Du kennst mich sicher aus den Wirtschaftsnachrichten. Aber mein Geschäft läuft zurzeit nicht gut. Sieh dir nur meinen Laden an. Das ganze Dorf ist in einem erbärmlichen Zustand. Das mag sein, aber davon darf man sich nicht entmutigen lassen. Ein wahrlich visionärer Geschäftsmann kann aus jeder Situation Profit ziehen. Nachdem sich der Himmel verfinstert hatte, haben die meisten Dorfbewohner das Dorf verlassen. Es erschienen immer weniger Kunden, bis niemand mehr kam. Aber ich kann mich nicht erinnern, wo sie alle hin sind. Ich weiß noch, dass ich blieb, um mich um meinen Laden zu kümmern. Und um mein Geld natürlich. Und danach... Ah ja, danach wurde ich durch die Nachtdorn hier eingesperrt. Und mehr weiß ich eigentlich nicht mehr. Aber so wie das Glitzern von Gold in der Sonne, fange ich langsam an, mich daran zu erinnern, wie das Dorf früher war. Und an all die zahlreichen Investitionsmöglichkeiten. Im Leben geht es aber um mehr als Geld. Ei, aber ja, aber ja. Einen Schatz kann man nicht vergessen. Oh, Junge. Ich mach dir ein Angebot, Gameplayerin. Wenn du mir hilfst, genug Sternenmünzen zu verdienen, um meinen Laden wieder aufzubauen, sorge ich dafür, dass er mit allem ausgestattet ist, was du brauchst, um das Tal wieder aufzubauen. Kufi hatte früher einen Laden auf der Wiese, südlich von hier. Ach, das ist bestimmt dieses kaputte Ding, oder? Er könnte sicher deine Hilfe gebrauchen. In Geldfragen kennt der Bursche sich nicht besonders gut aus. Mit der Spitzhacke der Herrscherin, die du gefunden hast, solltest du in der Lage sein, die Wiese zu erreichen. Finde Kufi und hilf ihm, wieder ins Geschäft zu kommen. Danach kannst du mir bei meiner großen Wiedereröffnung helfen. Und wie ich sehe, hast du eine Karte dabei. Vergiss nicht, sie zu benutzen, wenn du dich im Dorf zurechtfinden willst. Auf Wiedersehen und bis bald. Juhu. So schlimm ist das nicht. Schnelle Fortbewegung haben wir jetzt auch schon kennengelernt. Danke, dass ich das auch mal erfahre. Auf der Karte siehst du die Positionen, Pflanzen, Gebäuden und Meer. Okay, Moment. Pflanzen, Gebäuden und Meer. Ach so, das sind die... Moment, das was mit Essen... Wir müssen ja auch noch kochen lernen, ne? Wie viel braucht er denn überhaupt? Moment. Hilf Goofy wieder ins Geschäft zu kommen. Ach so, das wäre jetzt erstmal die aktuelle Aufgabe quasi. Na gut, aber ich wollte noch mal kurz gucken. Ach, hier ist, oder? Ist es dann das hier? Das ist das Restaurant. Da muss ich dann wahrscheinlich... Das nehmen wir mal mit. Das muss ich dann wahrscheinlich instand setzen, damit ich überhaupt kochen kann. Ah, das ist ja cool. Okay, dann gehen wir erstmal zu Goofy. Und ich sollte mal den Weg vorne mal frei machen. Und da muss ich... Ach so, wo ist der überhaupt? Ist wieder am Angeln. Was macht er? Soll er auch sonst machen, ne? Hi. Hallöchen. Wie geht es denn so? Ich will aber nicht wissen, wie man angelt. Ich wollte dir helfen. Hä? Wir sehen uns. Mit der Spitzhacke soll ich hier hinkommen, das ist klar. Das ist ein Privathaus. Oder kann ich jetzt irgendwas mit dem Ding hier machen? Nö. Aber wenn ich das doch bei ihm gar nicht... Muss ich das irgendwie freiräumen oder so? Denke ich mal nicht, oder? Bananen, die können wir schon mal mitnehmen. Was ist das denn hier? Na, ich sage, irgendwann werde ich das... Ich muss mir das am besten mal aufschreiben. Das geht ja gar nicht. Ja, da war was drin. Ah, war das ein Rezept? Es war ein Rezept. Sehr schön. So, ich weiß nicht was. Ich glaube, es war die Kartoffelsuppe mit Lauch. Kann das sein? Die kann man... wenn man die herstellt, kann man die für 1400... Kostet auch sehr viel Energie. Für 1400 verkaufen. Das ist ja cool. Moment. Moment. Kann man? Nee, kann man nicht.
Ich sehe nichts. Das ist auch gerade noch schlimm. Also ich kann hier so tatsächlich nichts machen. Aber ich soll Goofy doch helfen. Hm. Oder ist das gar nicht sein Geschäft? Das kann natürlich auch sein. Das ist anscheinend tatsächlich nicht sein Geschäft. Soll das sein Geschäft sein? Nee. Moment, was haben wir denn hier noch? Ist das sein Geschäft? Das sieht mir nach Goofys Geschäft aus. Aber ich kann hier auch nichts machen. Die nehmen wir mal schnell mit. Ja. Ist jetzt die Frage. Hilft Goofy wieder ins Geschäft zu kommen? Er braucht dringend einen Investor für seine große Wiedereröffnung. Er schlägt dir vor, mit Goofy zu handeln, um etwas zu verdienen. Okay. Also, ich werde jetzt das mit dieser Angelexpedition machen. Wie geht's denn so? Ja, ja. Wie angle ich? Nun, wann immer du ein paar Wellen siehst, ziehe einfach und wirf die Leine aus. Es ist ganz einfach, ne? Nicht so wirklich. Ich fand's nicht einfach. Aber gut, wir probieren das nochmal. Kann nämlich sein, dass danach erst freigeschaltet wird. Oh, das war ein bisschen früh. Ich weiß, ich habe sehr nervöse Finger heute. Vielleicht sollten wir was länger warten. Ah, ich muss das gedrückt halten. Moment. Moment, Moment. Also ich angel mit rechts. Die werfe ich aus. Und dann, wenn das vibriert oder was, dann halte ich die gedrückt. Man muss es ja erstmal rausfinden, ne? Weil ich fand jetzt die Anleitung nicht so. Halte ich die gedrückt? Halte die gedrückt? Wenn ich die weiter gedrückt halte, passiert aber auch nichts. Wenn ich die ganze Zeit mit Linksklick mache, passiert auch nichts. Tab ist die Angel. Moment, ich muss jetzt erstmal eben was essen. Weil sonst kann ich gleich wieder nicht mehr angeln. Das ist irgendwie ziemlich bescheuert. Dafür brauche ich 5000. Genau, das war das. Okay. Fange etwas mit Goofy. Ja. Nichts leichter. Ach ja, jetzt bin ich in der falschen Ecke hier. Nichts leichter als das. Haha. Ah, da geht der aber mit rein. Drückt halten. Und dann ganz schnell. Oder muss ich dann drücken und reinziehen? Das ist das, was ich jetzt nicht weiß. Der zeigt mir nämlich immer die linke Maustaste an. Es kann sich nur um Stunden handeln, bis ich das festgestellt habe. Ich begreife es jetzt wirklich nicht, ne? Also haltet mich jetzt für bescheuert. Ich werde das jetzt nochmal offline ein bisschen üben. Und sobald mir das gelingt, werde ich euch dann wieder mit hinzuschalten. Und ja, hoffe, dass ich da noch erklären kann, was ich hier eigentlich mache. Bis gleich. Das muss doch irgendwie gehen. Also, wir machen das. So, oh, das muss doch irgendwie gehen. Wir warten jetzt da drauf. Ah! Ah! Ich hab's geschafft, endlich! Ich habe eine Regenbogenforelle gefangen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe so ungefähr verstanden, was ich machen muss. Oh mein Gott, ja, da sind wir wieder. Oh, mein Magen knurrt. Kann ich jetzt schon mit dir reden? Du bist sowas von einer Totalent-Gameplayerin. Ja, es hat ja auch nur 30 Versuche oder so gedauert. Das hat nicht viel Spaß gemacht, nein. Das stimmt. Und nützlich ist es auch. Du kannst deinen Fisch an meinen Stand verkaufen. Das heißt, sobald wir ihn wieder öffnet haben. Ah, ich wusste es. Also, ich komme gleich rüber, Goofy. Ich glaube... Wieso regnet es jetzt eigentlich? Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich gemacht habe. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt gehalten, bis das drin ist. Dann habe ich gewartet. Dann habe ich, also bis das kam, gedrückt gehalten. Und immer wenn es grün wird, habe ich dann gedrückt. Das muss man zweimal machen und dann kommt der Fisch raus.
Oh mein Gott, ich weiß jetzt, wie man angelt. Ich hab's verstanden, glaube ich. Wie geil ist das denn? Habe ich die jetzt... Doch, ich habe die jetzt im Moment... Ich dachte gerade, ich habe sie aus Versehen weggeworfen. So. Was ist mit dir, kleiner Mann? Oder kleines Fräuchen? Das weiß ich nicht. ja, jetzt können wir endlich helfen. Sehr schön. Hui, ich schätze, er ist etwas heruntergekommener, als ich dachte. Aber das macht nichts. Onkel Dagoberts Baufirma kann das in Ordnung bringen. Du kannst das Schild benutzen, um ihn zu rufen. Ha. Bis bald. Ah. Freischalten? Sei gegrüßt, Nachbar. Es wird Zeit, dass Goofy diesen Ort auf Vordermann bringt. Ich bin froh, dass du ihm hilfst. Kommen wir nun zur Sache. Goofy kann diesen Verkaufsstand ohne weitere Kosten haben, da das Tal ihn braucht. Aber nächstes Mal werde ich nicht so großzügig sein. Was meinst du? Ja, lass uns den Stand herrichten. Goofys Verkaufsstand ist ab sofort geöffnet. Wenn du an einen anderen Immobilie interessiert bist, lass es mich gerne wissen. Berühre einfach das Schild daneben. Ah, oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, man muss natürlich erstmal ein bisschen zurechtkommen, wie alles so funktioniert. Sei im Tal aktiv. Ja gut, das mache ich dann immer so ein bisschen offline. Sammle Ressourcen. Das natürlich dementsprechend auch offline. Verkaufe an Goofys Verkaufsstand Dinge, die du nicht brauchst. Ach so, bei ihm muss ich dann die Sachen verkaufen, nicht bei Dagobert. Okay, Dagobert ist offensichtlich nur dafür da, dass wir den Rest machen. Dafür erhältst du Sternenmünzen. Okay, durchsuchen. Na, wie geht's? Hallo Freundin! Womit kann ich behilflich sein? Ah, Moment, ich sehe da was Schönes zum Kaufen. Einmal Salat. Können wir da mehr von holen? Mal drei Salat. So, kaufen. Wow! Ja. Und Weizen. Kaufen wir auch mal drei von. Ist jetzt nicht so teuer. Sehr schön. Er freut sich dann auch wie Dolle hier. Kann ich... Achso, muss ich zurückgehen? Verkaufen. Fisch und alles brauche ich wahrscheinlich für... die brauche ich allerdings auch. Erde weiß ich noch immer nicht. Perfekt für die Gartenarbeit. Ist notwendig, um den Ofen warm zu halten. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, will ich eigentlich nichts davon verkaufen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Sachen brauche. Aber wir wissen zumindest schon mal schon gut. Okidoki. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Meinetwegen. Ja, ich kann wieder mit dir reden. Moment, Angelexpedition. Ach so, um abzuschließen. Ja, deswegen auch. Ich nehme noch schnell mit. Deswegen natürlich auch der Haken. Hallöchen. Danke für alles, Gamperin. Du hast meine Angel gefunden und mir geholfen, den Stand herzurichten. Du bist eine wahre Freundin. Alles, um dem Dorf zu helfen. Das wissen wir zu schätzen, Gameplayerin. Hier ist eine Kleinigkeit, damit du dem Tal noch mehr helfen kannst. Es ist eine kostenlose Probe einiger Samen, die ich auf der Wiese verkaufe. Danke. Vielen Dank, dass ich die gerade gekauft habe und jetzt kostenlos bekomme. Ich habe ständig neue Sachen im Verkaufsstand, also komm vorbei, wann immer du willst. Du könntest sogar ein Investor sein und mir helfen, ihn noch besser zu machen. Dann könnte ich noch mehr Saatgut verkaufen. Juhu! Wir haben ein neues Level erreicht. Wir haben unsere maximale Energie erhöht. Sehr schön. Und, ich weiß nicht genau, ich glaube, einen neuen Bodenbelag gefunden. Vertiefe deine Freundschaften. Ach, das waren die Sternchen. Sammle Erfahrung und verbessere dein Level. Damit kriege ich die Energiereserve hoch. Okay. Also, im Prinzip Freundschaften. Also, im Endeffekt nichts anderes... Muss man das gerade? Im Endeffekt nichts anderes machen, als ja, den Leuten hier zu helfen, also zu questen. Habe ich mit ihm? Ne, mit ihm habe ich gerade nichts mehr. Sprich mit Dagobert Duck. Da können wir jetzt nochmal eben zum Abschluss der Folge. Der war, glaube ich, oben. Ich muss das mal eben... Moment. Ich muss das mal eben hier wegmachen, weil das nervt mich so dermaßen, dass ich hier nie durch die Mitte durchlaufen kann. So, oh, bevor wir mit ihm reden. Also ja, jetzt bin ich mir übrigens sicher, dass immer in der Nähe von irgendwelchen Bäumen hier diese Stücke runterfallen. So.
Mal mit ihm nochmal reden. Gut gemacht, Gameplayerin. Goofys Laden hat wieder geöffnet. Also kannst du dir etwas dazu verdienen. Wenn du bereit bist, in meine große Wiedereröffnung zu investieren, kannst du einfach das Schild neben meinen Laden verwenden. Freundlichen Dank. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Bist du bereit zu investieren? Sobald ich den Laden eröffne, gibt es jede Menge Möbel und Kleidung zu kaufen. Ach so, nur Möbel und Kleidung? Du kannst mir vertrauen. Oder mein Name ist nicht länger Dagobert Duck. Ah, cool. Lass uns den Laden eröffnen. 1000. Will ich eigentlich nicht, aber gut, ich meine, vielleicht wird das Level dann auch erhöht, die Freundschaftslevel. Endlich, die große Eröffnung. So. Hallo. Welch ein Glück. Ich bin wieder im Geschäft. Jetzt brauche ich nur noch Kunden. Oh, und eine gute Investition muss sich natürlich lohnen. Diese Münzen sind für dich. Kauf dir etwas Schönes. 400. Na gut, dann habe ich ja nicht so viel ausgegeben. Komm herein. Sieh dich um, Gameplayerin. Wenn du nichts siehst, das du kaufen möchtest, dann sag mir Bescheid. Und wir nutzen mein patentiertes Liefersystem. Wenn du nichts siehst. Hä? Wenn ich nichts sehe, dann soll ich ein Liefersystem benutzen. Auf Wiedersehen und bis bald. Okay. Ha, das sieht doch schick aus hier. Doch, das gefällt mir. Da oben geht's auch noch lang? Nee, da oben geht's noch nicht lang. Aber hier ist eine Truhe, wenn ich mal weiterlaufen könnte. So, was haben wir hier drin? Eisblaues, trägerloses Kleid mit Herzausschnitt. Das sah geil aus. Das sah geil aus. Und eine lockere Bluse. Moment, Garderobe? Kann man hier nicht einfach alle machen? Achso, da, alles. Ich habe auch kurze Jeans, sehe ich gerade. Ach. Ja, cool. Ich wollte aber jetzt eigentlich... Da. Das sieht ja mal cool aus. Ist ein bisschen overdressed jetzt für hier. Aber das hat eine richtig, richtig schöne Farbe. Wahrscheinlich ist es wirklich sehr overdressed, wenn ich jetzt damit rumlaufe. Aber ich probiere das mal so ein bisschen. Das ist ganz cool. Durchsuchen. Kostet das Durchsuchen 184 oder... Bezahle ich dann 184? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Benutzen. Herstellungsrezepte. Ah, das ist das gleiche. Moment, neu. Ja, die will ich ja nicht. Traumscherbe, okay. Zaun und Pflasterung, das ist ja alles, was wir so kennen. Ich wollte gerade sagen. Können wir auch den Tresor öffnen? Wahrscheinlich nicht. Durchsuchen 160. Das sieht natürlich auch schick aus hier vorne. Was ist das denn eigentlich hier? Ach, das ist ein Spielautomat. Ja, wobei, also ich denke mal, durchsuchen heißt nichts anderes, als dass ich das bezahlen soll. Er will mich nicht mehr rauslassen. Hallo? Ich möchte gerne verlassen. Mal endlich. Das sieht hier aber ganz schön mies gerade aus. Ich finde nur irgendwie, das ist total umständlich mit dem Kleid. Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Sammlung? Nee, Moment. Wie kann ich denn jetzt nochmal meine... Achso, mit V war das, genau, mit V. Das ist sehr, sehr schön, aber... Euer Ernst? Aber ich glaube, ich ziehe mir lieber was Praktischeres an, weil, entweder so ein grünes oder... Achso, den Kapuzenpulli hatte ich ja noch, genau. Im Moment sieht es ja irgendwie sehr kühl aus. Das gucken wir uns mal eben an. Dann haben wir noch ein blaues bekommen, was wir nicht anziehen können. Achso, doch, das ist dann da drunter. Ah, okay. Nee, dann würde ich aber erstmal sagen, dass wir die Sachen tatsächlich anziehen, weil roter Rucksack ist nur Optik, nehme ich mal an.
Ja, weil es irgendwie, finde ich, zum Laufen besser ist. So, mit ihm können wir noch mal reden. Machen wir jetzt aber nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas, wo wir was abschließen können? Ich glaube nicht, ne? Ach so, Moment. Kaufe etwas in Dagoberts Laden. Ach so, dann kriege ich noch mal 300. Ja, hi. Lass mich doch mal hier rein. So. Dann nehme ich das, was am wenigsten kostet. Moment, 184. Kaffeemaschine. Kaffeemaschine ist immer gut. Hallo. Du interessierst dich dafür. Nee, eigentlich nicht, aber ich soll ja eigentlich was kaufen. Es gehört dir, in der Tat, eine kluge Investition. Naja, klug. Aber nur Bio-Kaffee, ne? Ja, gerne. Mit dir reden möchte ich aber noch. Eine hervorragende Investition, Gameplayerin. Du wirst es nicht bereuen. Schau am besten öfter mal in meinen Laden vorbei. Ich bekomme jeden Tag neue Waren. Das ist ein kluges Geschäft. Natürlich. Ich weiß genau, wie ich meine Kunden glücklich mache. Schließlich bin ich Dagobert Duck. Das geht weg wie warme Semmeln. Ah, okay. Also, was logisch ist, ich kann Dagobert Ducks große Wiedereröffnung. Was haben wir denn hier? Dagobert Duck hat noch etwas für dich. Rede mit ihm. Die Reparatur des Ladens war nur ein Teil. Ja, dann reden wir nochmal kurz mit ihm. Hallo. Ach, Gameplayerin, ich habe mir gerade meine Quartalszahlen angesehen. Uff, sie sind katastrophal. Ich bin am Ende. Beruhig dich doch erstmal. Mich beruhigen? Was fällt dir ein? Es ist mein gutes Recht, mich so stark aufzuregen, wie ich möchte. Der Laden ist geöffnet, aber ich habe keine Kunden. Mhm. Wenn ich nicht schnell handle, ist mein Vermögen verloren. Was brauchst du denn? Also, als allererstes müssen mir die Bewohner von Dreamlight Valley wissen lassen, dass mein Laden wieder geöffnet ist. Ich könnte dir helfen, Werbung zu machen. Hey. Das wäre fantastisch. Ich würde es ja selbst machen, aber ich bin Dagobert Duck. Die Leute sehen mich als Stütze der Gesellschaft. Ich kann mich im Dorf nicht wie eine wandernde Werbetafel zeigen. Für diese Aufgabe bist du besser geeignet. Zieh ein Outfit an, mit dem du durch das Dorf gehen und für meinen Laden werben kannst. Na, oh Gott, okay. Freundlichen Dank. Jemand Neues im Dorf, okay. Hat er noch irgendwas, worauf... Nee, nicht Merlin. Zieh das... Okay, muss ich dann auch jetzt machen? Okay. Alles. Oder ist das das, was jetzt oben angezeigt wurde? Nee, hier. Ich hab's an, auch wenn man es nicht sieht. Einen schönen Tag noch. Ja, du trägst das T-Shirt, wie ich sehe. Du siehst fantastisch aus, wie immer. Das tust du. Ich hätte mir kein besseres Fotomodell wünschen können. Aber was stehst du hier noch herum? Ich weiß schon von meinem Laden. Du musst im Dorf herumlaufen und die Nachricht verbreiten. Wenn du schon mal da bist, könntest du etwas Weichholz besorgen und hierher zurückkommen? Wir müssen ein paar Schilder herstellen. Freundlichen Dank. Ist das ein O? Ach so, mit O? Nee, mit O komme ich nicht automatisch da rein. Okay. Also, das müssen wir ja alles noch machen hier. Das setzen wir aktiv. Drücke Escape, um das Sammlungsmenü aufzurufen und zu erfahren, wo du Weichholz findest. Sammle Weichholz. Ah, eins müssen wir noch sammeln. Okay. Na gut. Dann darf ich wieder nicht verlassen. Also irgendwie backt die Tür hier ein bisschen. So, ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wir mal von der anderen Seite gucken, wo es dann nicht so strahlend im Hintergrund ist. Dass wir hier erstmal die Folge beenden. Das ist schon wieder wahnsinnig lange geworden. Schon wieder weit über eine halbe Stunde. Und ja, irgendwie kann ich nicht aufhören im Moment. Ich muss aber aufhören, weil ich gleich meine Tochter abholen muss. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch erstmal einen kleinen Cut und sehen dann in der nächsten Folge weiter. Ja, wie das alles mit Dagobert noch so läuft. Ja, wann? Ach so, das ist der Merlin, glaube ich, gewesen. Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich sag dir mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!